Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind jetzt in der Nähe von unserem Ziel. Ich bin auch so doof und bin jetzt vorher abgestiegen, weil ich irgendwie automatisch gedacht habe, dass ich da ins Eselenlager komme. Und Cheolbert. Hier. Was grinst der denn so? Eva, Cheolbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Eigentlich ist unser Ziel ja Frieden, ja. Aber ich gebe zu, dass er, ja, besser sterben sollte. Ynir ist der beste Krieger der Bretonen. Wenn er brutal getötet wird, überlegt Rodri zweimal, ob er nochmal zurückschlägt. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah. Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Oh, das wird sowieso wieder in Raserei-Ungebrüll enden, von daher. Aber ich wähle erstmal den leisen Weg. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Ich schleiche mich an. Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen. Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten, bis du fertig bist? Cheolbert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Mund ab. Ich bin kein geduldiger Mann, Eivor. Erledige diese Hunde leise und schnell, sonst stoße ich dazu wie damals in Legrakester. Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck, aber spute dich. Mir kommt das Blut. Malen Runen in den Dreck, auch nicht schlecht. Also ich soll jetzt wirklich nur die Häuser niederbrennen, mehr soll ich gar nicht machen, oder wie? Ich dachte, ich soll den Typen erledigen. Nun gut. Wenn ich jetzt wüsste, welche Häuser ich jetzt in Brand stecken soll. Wahrscheinlich alle, die brennen können. Eigentlich irgendwie logisch, ne? Mal schauen. Ach, dass man aber auch nie was sehen kann, ja? Ich war's nicht. Eivor, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Ach, der Typ genug. Ist so... Ich will Blut sehen. Nervig. Bei den Göttern. Du bist ein tollwütiger Hund, Eva. Ernsthaft? Na, fang doch mal Feuer. Geh runter. Ich glaube, ich habe es angezündet. Oh, jetzt sind die Wachen da. Das ist nicht gut. Ich wollte doch nur die Häuser anzünden. Leute. Naja, scheiß drauf. Ich meine, ganz ehrlich. Er läuft ja sowieso hier rein. Also was soll's. Komm. Brenn. Ach nee, du brennst, glaube ich, gar nicht. Nur die grünen Häuser brennen, oder? Komm. Brenn. Brenn. Feuer! Ja, geil. Ach so, doch. Er hat's angenommen. Das habe ich übrigens jetzt festgestellt, wenn man eine Rolle macht. Also lange... Aua! Lange B... ja, bei mir ist es jetzt X. Normalerweise ist es... glaube ich, A drückt, dann beziehungsweise gedrückt hält, dann macht man eine Rolle. Dich kann ich nicht. Doch, dich habe ich schon angezündet. Welche Häuser haben wir denn noch? Kümmert ihr euch mal um die Leute? Ich guck mal wegen den Häusern. Kann man das auch anzünden eigentlich?
Na komm. Ich tue mal vorsichtshalber die Fackel weg. Ja, oder wir machen es so. Das ist auch gut. Dann gehe ich mal nach hinten. Gehört das noch dazu? Kann ich doch auch anbrennen, oder? Anbrennen vor allen Dingen. Anzünden, meine ich. Weg da. Weg da. Was macht sie mit dem armen Huhn? Hallo. Warum stellt die sich nicht hin? Leute, ernsthaft jetzt. So, haben wir noch eins. Ich meine, du sollst nicht schleichen, du sollst... wo haben wir denn noch Häuser? Da? Hat das schon gereicht? Nee, ne? Ah, ist das heiß! Ja, das hat gereicht. Ich wollte diese Britonen von hier vertreiben. Das brennt schon. Dahinter ist noch ein Haus, oder? Ach, da, okay. Wieso zivile Verluste? Seid ihr bescheuert? Ich habe den Typen gerade angegriffen. Das jetzt... Doch. Hat aber Feuer gefangen. Okay, ich gehe schon mal hier rein. Hier ist nämlich noch irgendwo eine Truhe. Och, nee, ne? Da war doch gerade eben noch irgendwo ein Schlüssel. Ah, lass mich raten, wer da unten jetzt liegt. Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Okay, Moment, ich muss aber mal eben die Fackel hier ausschalten. Da ist er, da ist er. Ach, du sollst dich nicht bücken? Komm, geh da runter. Jetzt geh doch mal zu ihm, statt zu schleichen, Mann. Mach nicht ständig Nickerchen. Jetzt endlich auf. So, da bist du doch mal zu was zu gebrauchen, Junge. Okay, töte die übrigen. Achso, wir haben schon alle in Brand gesetzt. Okay, jetzt verstehe ich auch die Aussage. Haben wir denn da oben noch jemanden? Wir haben auf jeden Fall noch Gold, was wir holen können. Okay. Aber da war auch irgendwo. Kümmert ihr euch mal kurz darum? Ich muss mal eben was gucken. Zeig mir, was vor uns liegt. Da war auch irgendwo ein Schlüssel, der angezeigt worden ist. Das Problem... Ach, da. Der Typ hatte einen Schlüssel. Okay, komm. Ach, geh mir mal aus dem Weg, Mensch. Oder komm mit. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ne, das sind alles die Gegner. Ich dachte schon. Mann, lauf doch mal! Warum backt die jetzt hier rum? Hallo? Nee, egal, wer kommt. Ich muss mal eben die Verordnung schaffen. Sorgen, wie auch immer. Macht ja gar keinen Schaden hier. Was ist das denn? Hallo? So, haben wir jetzt den Schlüssel eigentlich? Doch, ich glaube ja, ne? Dann kann ich mal kurz wieder zurück
Wenn ich denn die Hütte wieder finde. Das war die, die jetzt im Brennen ist, ne? War nicht so clever, die jetzt vorher anzuzünden. Aber da kommen wir noch rein. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Oder liegt... Ach so, der liegt da. Der war gar nicht bei den Typen zum Einsammeln dabei. Doch, ich habe ihn noch nicht eingesammelt. Okay. Also, nochmal von vorn. Warum schleicht hier so rum? Ach ja, was man nicht im Kopf hat, ne? So. Da unten sind übrigens auch noch Soldaten. Wollte ich nur mal erwähnt haben, Jungs. Und das alles wegen Kupfernickelbarren. Wollt ihr mich denn? Also ehrlich. Da sind aber auch noch einige, so wie es aussieht. Kommst du denn jetzt her? Hier stand gerade noch keiner. Oh, Entschuldigung. Warum kommt ihr so auch auf mich hierher gestürmt? Ich drehe mich um. Ich kann zwar kein Deutsch mehr sprechen, ich merke das schon, aber... So, Moment. Da oben ist da nicht noch einer geflohen? Hm. Kommt mal mit, Jungs. Ich zeige euch mal, wie man so eine Kleinarmee hier niedermetzelt. Ich kenne das, das schwöre ich. So, das war schon mal der erste. Sehe ich zwar nichts mehr, aber... Zweiter. Ja, ne? Finde ich auch. Sie sind im Lager. Ich röste dich lebendig und du verfüttere deine Hühner. Och, jetzt geh doch mal zu dem hin, Mann. Wo ist er denn jetzt? Was ist das für ein Feigling? Er ist auch schwach. So, könnte aber auch daran liegen, dass ich schon so hoch bin vom Level her. Ah, das waren alle. Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Theolbert. Komm mit, Eivor. Ja, ich bin schon... Ich folge dir schon auf dem Fuße. Eivor, hast du Theolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg. Und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Theolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Eivor und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Nee, ich stimme nicht zu. Das war einst eine Siedlung mit unschuldigen Menschen. Die arbeiteten, lachten, rumhurten, lebten. Wir haben sie in Schutt und Asche gelegt. Menschen starben oder mussten fliehen. Das Dorf gibt es nicht mehr. Komm schon, wir sind Nordmänner. Das ist unsere Berufung. Gilbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Hirpedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen.
Ja, wenn ich mich wieder bewegen dürfte. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Naja, wenn er sich mal an der Krete verschluckt, denkt er vielleicht anders darüber. Wir waren es nicht. Das waren drei andere Leute eben. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Djolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Da ist ein Schatz drin. Moment. Ich muss mich erstmal eben darum kümmern. Ich kann jetzt gerade nicht angeln. Aber... Gibt es hier einen Eingang? Weil das kann man nicht zerschießen, oder? Guck mal eben, ob man das irgendwie zerschießen kann. Tada! Und wir haben wieder Vorräte und immer noch kein Haus, was wir damit bauen können. Naja. Gut, nach diesem kleinen Ausflug hier, stell mich mal zu dir, Kleiner. So, angeln. Die sind da hinten, oder was? Seid ihr Aale? Ne, ihr springt so, als ob ihr keine Aale seid. So viele Fische sind hier. Ich probiere es trotzdem mal. Nach den ganzen Angelstunden, die ich bisher hatte, können wir das jetzt auch mal machen. Eine an. Zieh ihn raus. Ja, ja, Kleiner. Ich bin hier der Angelexperte. Gut gemacht, Eivor. Ein Aal. So, aber hier auf der Seite scheint es irgendwie ein bisschen dürftig auszusehen, ne? Ich sag zwar so schön, das sprudelt und alles, aber... Hä? Was hat die denn jetzt gemacht? Ist es zu weit oder was? Sehr schön. Komm. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Wie oft muss ich denn jetzt überhaupt noch welche fangen? Drei, vier Mal, schätze ich mal, ne? Hallo? Du sollst zu mir kommen? Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Okay, dreimal wohl insgesamt. Wieso für eine Suppe? Ich bin hier nicht, um Essen zu machen. Ich bin hier aber eigentlich auch nicht, um Aale zu fangen, davon mal abgesehen. Ah, sehr schön. Ich habe mal noch Follower. Ach komm, beiß an. Na? Komm. Ziehst du dich jetzt, weil du der Dritte und Letzte bist? Du bist doch schon so gut wie dran. Dein Ernst jetzt? Sind auf der anderen Seite mehr? Hier rechts ist gar nichts mehr. Oder? Moment. Da hinten liegen welche auf der Lauer. Komme ich denn so weit nach hinten durch? Nicht wirklich, ne? Sonst geht es aber gut, dass du jetzt die Angelschnur wieder einpackst? Flüger.
Ne, das ist kein Fisch. Okay. Also sie scheint es irgendwie nicht mit der Entfernung zu haben. Ich weiß auch nicht, warum. Gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht geht es dann von da aus besser. Sind die Fische noch hier? Da... Och ja, ist ja okay. Jetzt ist die Angel schon wieder weg. Sehr schön. Geht doch. Komm zu Mama. Das dürfte reichen. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Darf ich vielleicht erstmal bis an dein Ufer schwimmen? Danke. So, wo ist Iva? Da hinten. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Plündern? Oh, wir haben noch gar nicht alles geplündert. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern, rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf.